house music. Willkommen zu meinem dritten Installation-Tutorial auf meinem Kanal Ingenieurs LP. Heute geht es darum, Minecraft mehr RAM zuzuweisen. So, um Minecraft mehr RAM zuzuweisen, müsst ihr einmal den Launcher starten. Das habe ich immer schon gemacht. Zack. Und dann müsst ihr einmal auf euer Profil wählen, was ihr auswählen wollt. Und ihr geht auf Edit Profile. So, dann ist das hier ganzes. Ich könnte zum Beispiel auch umbenennen, wie ihr das kennt. Und die ganzen Sachen einstellen. Nur, wir müssen jetzt ein paar Zahlen umbeändern. Nämlich, wir müssen jetzt erstmal hier ein Häkchen setzen bei JVM Arguments. Und das ganz Wichtige ist, ihr müsst wissen, wie viel RAM ihr überhaupt habt. Dazu machen wir einmal hier Rechtsklick auf das Minuszeichen und gehen aufs System. Dann gucken wir einfach mal. Ich würde sagen, wenn ihr 4 habt, würde ich maximal 2 zuweisen. Wenn ihr 6 habt, würde ich maximal 3 zuweisen. Bei 8, 4, bei 12, 6 und bei 16, 8. Ich habe gerade 12 GB installiert, deswegen mache ich einfach mal 6 GB. Dann macht ihr durch diese 1 hier bei diesem G eine 6 hin. Geht auf Save Profile und drückt auf Play. So, dann öffnet sich jetzt, dann muss ich jetzt mit der Launcher starten. Ich muss jetzt aber hier mal einen kleinen Cut, bis er fertig ist. So, da bin ich wieder in-game, in Minecraft. Und ja, es ist 6 GB RAM zugewiesen. Das kann man ganz einfach erkennen, indem man ja auf F3 drückt. Und oben rechts seht ihr Mem-Doppelpunkt, dann ein Prozentzeichen, dann Zahlen von den 6 GB, die ich zugewiesen habe. Und darunter elected 19%. Eigentlich ist beides richtig. 15%, also der nutzt immer so viel RAM, wie da gerade steht. Und bei Allocated steht das halt so, dass es ungefähr der Durchschnitt, wie viel er benutzt. Das heißt, er benutzt gerade von 6 GB 20%, das ist 1,2 GB von 6,1 GB, also von 6100 MB, nutzt er jetzt, oh, es ist ein Hochsprung gegangen, 1688 MB. Ja, ich hoffe, das Installations-Tutorial hat euch gefallen. Wenn es Fragen gibt und auch Probleme, dann ab damit in die Kommentare, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Und dann ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!